Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Jetzt wird's kurz klingt. Wir haben in der letzten Folge die Giraffen freigelassen, unsere zwei Freunde hier. Und die Kaffernbüffel sind hier und die Zebras sind hier. Aber, was mir aufgefallen ist, ich glaube, die kommen hier nicht so einfach rüber. Deswegen könnten wir ja von hier nach dort eine Brücke bauen mit natürlichen Sachen. Das ignorieren wir jetzt mal. Bedeutet, wir machen jetzt hier Natur. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht mit Felsen da arbeiten. Mit so ein bisschen felsigen Steinchen. Nehmen wir die hier mal. Jetzt ist die Frage, wie wir da am besten vorgehen. Die hat es gerufen. Was? Oh, die Zebra ist... Aber zum Glück haben wir ja hier Leute, die sich darum kümmern. Okay, dann können wir ja gleich wieder weiter. Wir müssen erstmal schauen, dass wir hier vielleicht irgendwie... Genau, in der Mitte so ein Stein, der rausguckt. Der ist ein bisschen drunter noch. So, und dann brauchen wir diese Flachsteine. Schauen wir mal. Wir wollen erstmal hier so ein Grundkonstrukt hin. Wie easy das wird im Grunde ist, das jetzt mal das gucken. Weil verzieren können wir es ja immer noch weiter, aber wir müssen erstmal schauen, wie gut sich das ausgeht. Zum Beispiel hätte ich jetzt Tiere gerne, dass wir die ein bisschen schräger setzen. Dann nach unten. So. Dann brauchen wir... So ein Stein hier. Hier rüber. Eindrehen. Ein bisschen wieder nach unten. Passt. Und dann nehmen wir noch ein paar kleine Steinchen. Die würde ich aber hier, dann hier drüben hinsetzen. Bisschen natürlich auch wieder drehen hier. So. Schaut eher nach einer menschlich gebauten Steinbrücke aus als alles andere. Ja, dann machen wir es noch ein bisschen. Jetzt schneit das wieder. Ihr wollt doch komplett kicken, oder? Brauchen wir hier aber... Jetzt wird, oh Gott. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. So. Irgendwie kann man das bestimmt fix machen auch. So. Ganz, ganz easy in dem Fall. Nee, da müssen wir hier. Nachwuchs, wieder ein bisschen frisches Fleisch für den Zoo. Das ist doch super. So. Jetzt schaut es echt aus wie eine menschlich gebaute Brücke. Jetzt hat's Charme. Was ist hier schon wieder? Veterinärforschung abgeschlossen. Ui! Das Gehege gefällt denen nicht mehr, schau an. Weil wahrscheinlich Gehege, Gelände
absolut nicht geeignet. Achso, weil jetzt natürlich nicht genug zur Verfügung steht in dem Fall. Jetzt müssten wir also alles auch noch ausweiten auf die anderen Inseln. Die Temperaturen sind zu kalt. Du stehst doch mitten im Gebäude drin. Ist das dann nicht warm genug, oder was? Hä? Temperatur. Heizung. Oh ja, da vorne reicht die nicht mehr. Gut zu wissen. Hätte echt gedacht, die reicht. Aber wie süß, wie sie sich alle dann im Gelände niederlegen. Hier triffst du echt alles dann an. Oh nee. Technikforschung abgeschlossen. Welche denn? Afrika-Design. Oh. Ulala. Das ist wieder schön. Jetzt wird wieder alles wahrscheinlich passen, ne? Diese Winter sind halt nervig, aber ja. Ich hätte gern, dass einmal ein Tier da drüber geht. Um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Aber hat doch einen kleinen Flair. Hat so einen bestimmten Flair, die Brücke. Und nach da drüben bauen wir eine natürliche, eine eher erdige Brücke, würde ich sagen. Wir müssen hier auf Gelände gehen und dann halt mit unserem Lieblingstool arbeiten. Stempelmodus? Ah, okay. Nein, das war jetzt zu lang. Schauen wir mal. Passt das noch so? Ja, das passt schon so. Bedeutet, wir müssen jetzt hier mit dem Gelände. So, genau auf mich zu. Einmal schnell durchchecken, schauen, wo was noch fehlt. Da drüben hat sich ja eh schon selbstständig auch verbunden. Schauen wir jetzt mal, dass wir das hier ein bisschen abglitten können. Oh, das ist viel zu groß, Größe. So. Dann glätten. Schau mal, ob das was hilft. Ich bin gespannt, weil ich habe eigentlich keinen Plan, ob das für die Tiere gilt oder ob sie sich dafür interessieren, darüber zu gehen. Oder halt, ob sie halt zum Beispiel da bleiben, weil sie sich denken, ach komm, hier haben wir ein schönes Häusle. Hier bleiben wir. Müssen wir in die Richtung wieder denken. So ganz vorsichtig alles hier rüberbringen. Das passen wir jetzt einfach noch so an. Und dann wieder hier auf Glätten. Und dann würde ich das ein bisschen runtermeißeln versuchen. Dass diese Brücke auch nicht so dick ist. Schauen wir mal, wie tief wir runter können, rein theoretisch. Jetzt wollen wir das mal aufnehmen. So. So. So, perfekt. Ganz knapp hier so ein bisschen das Ganze so ein bisschen ausflachen noch.
dann hier noch alles an. Ein bisschen anpassen. Bin gespannt, jetzt können wir dann herausfinden, wo sie lieber drüber gehen. Ob sie lieber über dieses natürliche Biotop-Treppchen drüber gehen. Oder ob sie lieber über was Natürliches drüber gehen wollen. Das interessiert mich natürlich dann auch sehr, weil ich würde mal gerne sehen, weißt du, ob die Steine sozusagen für die wie ein Pfad normaler gelten dann oder ob das halt nur wirklich der Boden in dem Fall ist. So. So. Dann hier ein bisschen Geländemalerei. So. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf Glätten und es halt dementsprechend anpassen. Und jetzt heißt es noch mit dem Pinsel drüber malen. Fällt's glatt, aber das. Ich würde erst ein bisschen rau nehmen, oder? Fette Felsbrücke eigentlich nur. So ein bisschen hier anpassen noch. Dass hier so am Meeresrand halt so ein bisschen mehr den Look kriegt, als ob es in den Sand mit einfließt. Da drüben kann es ja so schön auch überlaufend sein. Aber hier muss das ja zum Beispiel, ist das ja noch voll im Sandgebiet auch drin. Deswegen, ich muss ja hier voll, machen das jetzt hier erstmal sandig komplett. Dann schauen wir, wie wir das so hier noch ein bisschen verteilen. So, jetzt haben wir hier auch eine Brücke. Schaut auch wieder zu natürlich, sieht natürlich aus. Ich hab's jetzt echt nicht mit Naturabau. Wie schaut's mit unser Tierchen aus? Hüpfen rum wie irre. Die Teile müssten mal aufgefüllt werden, ne? Tierpfleger ist unterwegs, okay. Hat sich schon ein Tier irgendwo drüber getraut? Komm bitte. Was für Tiere können eigentlich hier zum Beispiel noch nehmen? Supidia. Sträuße können wir noch hinzufügen und Thompson-Gazellen. Und da gibt es echt noch viele. Wir haben, die Weißschwanzknu haben wir und halt drei. Bedeutet, haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiere, die wir hinzufügen können. Schauen wir nochmal nach dem Strauß und nach den Thompson-Gazellen, oder? Strauß. Kaufen. Kaufen. Dann machen wir hier einen Filter an. Dann schauen wir nach Thompson-Gazelle. Thompson-Gazelle. Wo ist die? Thompson-Gazelle, da haben wir sie. Aktuell nur eine, aber dann haben wir schon mal einen auf Lager. Das andere war Kaffernbüffel, oder? Kaffernbüffel können wir auch noch. So. Und dann waren es noch die Sträuße. Haben wir da noch mehr vielleicht? Afrikanischer Strauß. Schau an. Ah ne, die sind alle schon gekauft. Okay. Ich hätte gern einmal hier das Buch dazu zu den Kaffernbüffeln halt. Leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Wie ist das denn jetzt? Gehege. Die Temperaturen, wieso das? Wieso passen hier die Temperaturen nicht? Es ist zu heiß. Das Wasser oder was? Hä? Dann erhöhen wir die Reichweite zum Beispiel von hier noch ein bisschen.
Aber ist das Wasser nicht immer dementsprechend? Aber okay, ja. Supidia. Ach, guck mal hier. Schauen wir mal. Wir brauchen... Gott, jetzt darf ich das hier drin auch suchen. Thompson-Gazelle. Indischer Elefant. Ah ja. Kaffermüffel. Nee, ich brauche hier so Eckdaten. Gruppengröße partnerlos 3 bis 5. Super. Wie schaut es mit dem afrikanischen Strauß aus? Er schaut hier sortiert aus. Bedeutet, der afrikanische Strauß müsste ganz oben sein irgendwo. Da. 1 bis 2. Bedeutet, die Sträuße kann ich schon mal reinschieben. Bedeutet, hier Tierhandel. Strauß, Strauß, Strauß. Perfekt. Ich habe sogar 3. An Zoo senden. Weil wenn nicht ihr vertun, die sich zum Beispiel auch verbreiten wie sonst noch was. Ich würde gerne hier am Zaun ein bisschen rumbauen. Und zwar hier Fenster rein. Setzen immer mal wieder. Und hier schon mal so. Je weiter wir bauen, desto weiter soll es auch dann gehen, aber ja. Hier kommt noch ein Fenster rein. Hier kommt dann das nächste Fenster rein. Ah, da ist ein Tier verstorben, ne? Tier ist irgendwo verstorben. Ah. Nein. Ist aber schon weg, wie es scheint. Na gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!